Hallo, teste dein Allgemeinwissen. Kannst du alle 15 Fragen beantworten? Legen wir nun los. Wie immer beginnen wir mit ein paar einfachen Fragen. Wo wurden die Pommes frites erfunden? In Deutschland, Frankreich oder Belgien? In Belgien. Antwort C. Wie heißt das weibliche Reh? Kuh, Bock oder Ricke? Antwort C stimmt. Ricke. Zu welchem Land gehört diese Flagge? Frankreich, Niederlande oder Belgien? Das ist die Flagge von Frankreich. Wie lang ist eine Seemeile? 1162, 2436 oder 1852 Meter? Es sind 1852 Meter. Frage 5. Aus welchem Land stammt das Reisgericht Nasi Goreng? Aus Indonesien, China oder Vietnam? Aus Indonesien. Antwort A ist korrekt. Was ist am 31. Mai? Weltfrauentag, Weltnichtrauchertag oder Weltkindertag? Es ist der Weltnichtrauchertag. Worauf haben die Chinesen vor 13 Jahrhunderten Bücher gedruckt? Eisen, Gips oder Holzbretter? Sie verwendeten Holzbretter. Welche Sprachen spricht man auf Zypern? Wenn dir das Quiz gefällt und du mehr davon möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal und like das Video. Griechisch und Bulgarisch oder Griechisch und Türkisch oder Türkisch und Armenisch? Man spricht Griechisch und Türkisch. Antwort B stimmt. In welchem dieser Medien ist die Schallgeschwindigkeit am höchsten? In Wasser, Stahl oder Luft? In der Luft. Antwort C ist richtig. Frage 10. Wie alt wurde Wolfgang Amadeus Mozart? 35, 26 oder 21 Jahre? Er wurde 35 Jahre alt. Zu welchem Land zählt das Kap Horn? Brasilien, Chile oder Argentinien? Zu Chile. In welcher Stadt steht die Johns Hopkins Universität? Hinterlasse doch ein Like, wenn dir das Quiz gefällt. Buffalo, Boston oder Baltimore? In Baltimore. Mit welcher Währung bezahlt man in Südkorea? Won, Baht oder Yen? Man bezahlt mit südkoreanischen Won. Vorletzte Frage. Welche DDR-Banknote zeigte Thomas Münzer? Die 5, 10 oder 20 Mark Banknote?
Er war auf der 5-Mark-Note zu sehen. Letzte Frage. In welcher Schicht der Atmosphäre entsteht unser Wetter? In der Stratosphäre, Thermosphäre oder der Troposphäre? In der Troposphäre. Antwort C ist richtig. Hast du alle Fragen richtig beantworten können? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Quiz gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. Möchtest du uns unterstützen? Dann teile das Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal.